Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Remastered. Wir machen direkt an der Stelle weiter, wo ich gemerkt habe, dass ich sämtliche Waffenumwandlungstrophäen freigeschaltet habe. Und wir machen dann direkt mit der Umwandlung von Bosswaffen und den Farming-Spots für die seltenen Waffen bei bestimmten Gegnerarten weiter. Jawohl, wir haben tatsächlich alle Waffenumwandlungen komplett durch. Sehr schön. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist alle seltenen Waffen einsammeln, alle Wunder einsammeln. Sammeln und beide Enden von dem Spiel freischalten. Also wir haben echt nicht mehr viel zu tun, theoretisch. So, bei dem guten Kerl werden wir jetzt einige neue Bosswaffen herstellen. So, zum einen können wir aus dem Kurzschwert plus 10, es muss nicht unbedingt ein Kurzschwert sein, es kann theoretisch irgendein Schwert sein, auch ein Langschwert oder ein Seitenschwert, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls mit dem Kurzschwert plus 10 stellen wir uns dank der Seele des Wolfes Sif das Großschwert des Artorias her. Zack. Mit dem zerbrochenen Schwert plus 10 und der Seele des Wolfes Sif stellen wir den Finstertöter her. Ich glaube, auf Englisch heißen diese beiden Waffen das Großschwert des Artorias und Finstertöter gleich. Nur mit dem Unterschied, dass das hier eben nur physischen Schaden verursacht und das hier noch Magieschaden hat. Aber dennoch interessant, dass man aus einem zerbrochenen Schwert auch noch eine Bosswaffe machen kann, nicht wahr? Naja, jedenfalls, damit stellen wir den Finstertöter her. Auf Deutsch sind die Waffen auf jeden Fall deutlich auseinanderzuhalten. Zack. So, aus einer Streitaxt oder generell einer Axt plus 10 können wir die Golem-Axt dank der Golem-Seele oder des Golem-Kernstücks herstellen. Zack. So, die Keule plus 10, daraus können wir theoretisch Smaugs Hammer herstellen, aber da wir seine Seele ja noch nicht haben, müssen wir damit noch ein bisschen warten. Aber mit dem Speer plus 10 können wir den das Mondlichtschmetterlingshorn dank der Seele des Mondlichtschmetterlings herstellen. Shabams. Aus dem anderen Speer plus 10 können wir dank der Seele des Ritters Ornstein den Drachentöter-Speer herstellen. Dank der Seele des Mischwesens Priscilla und einer Hellebarde plus 10 können wir die Lebensjagd-Sense herstellen. So, dank eines Bogens Stufe 10 und der Seele von Wendelin können wir den Finstermundbogen herstellen. Dank noch einer Seele des Wendelin und eines beliebigen Beschleunigers für Zauberei, da können wir auch den stinknormalen Beschleuniger des Zauberers nehmen, können wir daraus die Seele des, können wir daraus den Finstermond-Zinnbeschleuniger herstellen. So. Huch, wo ist denn jetzt der andere Beschleuniger hin? Können wir den jetzt etwa nicht mehr herstellen oder was? Merkwürdig. Weil ich habe gerade eben gesehen, aus dem anderen... Ach, wir haben wahrscheinlich nur einen einzigen Beschleuniger da und es wurden uns beide Optionen für diesen einen Beschleuniger angezeigt. Ich dachte, ich hätte zwei Beschleuniger im Inventar. Denkfehler. Okay. So, als nächstes. Mit einem beliebigen Schild plus 10 können wir dank der Seele des Mondlichtschmetterlings noch einen Kristallringschild herstellen. Und dank eines weiteren Schildes plus 10 und der Seele des Wolfes Sif, das ist jetzt die dritte Waffe, die wir mit seiner Seele herstellen können, können wir den Großschild von Artorias herstellen. Ja, Schilde zählen in diesem Spiel auch als Waffen. Deswegen von den Schilden und von den einzigartigen Schilden, besser gesagt, müsst ihr auch alle herstellen oder finden. So, zack, fertig. Damit wären die Bosswaffen, die wir bislang herstellen konnten, erstmal alle hergestellt. Ich glaube, ich habe keine übersehen. Ich schaue noch einmal kurz. Ah, natürlich, hätte ich beinahe übersehen. Und zwar, Ausrüstung umwandeln. Mit einem Cestus plus 10 und einem Eisengolem-Kernstück können wir die Drachenknochenfaust herstellen. So, den Kurzbogen habe ich jetzt auch mal auf plus 10 aufgewertet, einfach nur, weil ich es kann. So, das wäre an Waffenschmiederei erst einmal alles, was bedeutet, ich würde langsam dazu übergehen, euch die einzelnen Farming-Spots für die seltenen Waffen zu zeigen. Und da wir gerade in Anor Londo sind, fangen wir am besten auch hier direkt an.
Also, um am besten Waffen farmen zu können, solltet ihr natürlich zuallererst den goldenen Schlangenring ausrüsten. Anschließend solltet ihr entweder das Wunder Rückkehr ausgerüstet haben oder, falls ihr weder Wunder benutzt noch überhaupt ein Kleriker seid, dann auf jeden Fall ja, Heimkehrknochen benutzen. Davon solltet ihr genügend haben, damit ihr euch immer den Rückweg zum Bonfire sparen könnt. Denn das spart euch immer ein kleines bisschen Zeit. Und wie wir bekanntlich wissen, Zeit ist Geld oder in diesem Falle sogar Items. Je weniger Zeit ihr mit Rumlaufen verbringt, desto mehr Zeit könnt ihr mit Farmen verbringen. Okay, ansonsten, ich habe mich getäuscht, diese Münzen sind doch nicht dazu nutzbar, um das Glück zu buffen, denn sie lassen sich überhaupt nicht benutzen und erst recht nicht lassen sie sich ausrüsten. Denn wie wir sehen, die sind hier noch nicht einmal aufgeführt. Whoops. Okay, so. Ist aber auch egal, muss ja nicht unbedingt sein. Was wir außerdem noch zum Buffen der Item-Drop-Chance benutzen werden, ist das Symbol der Gier. Ganz recht, unsere Rübe wird genauso wie die einer Mimik aussehen. Das zieht uns zwar, wie ihr oben an der Gesundheitsleiste erkennen könnt, langsam aber sicher Gesundheit ab, ist aber ungefähr mit einem leichten Gift-Buff zu vergleichen. Also als würde man durch Schandstadt laufen. Es zieht nicht allzu viel ab. Solange ihr eure Gesundheit ständig im Auge behaltet, ist es vollkommen okay. Auf diese Art und Weise, ach ja, und noch eine Sache, mindestens 10 Menschlichkeitspunkte solltet ihr neben eurer Gesundheits- und Ausdauerleiste stehen haben. Auf diese Art und Weise habt ihr eure Drop-Chance auf jeden Fall maximiert. So, und was wir jetzt brauchen, sind Waffen von den Silberrittern. Und zwar brauchen wir den Silberritter-Schild, den Silberritter-Speer und das gerade Silberritter-Schwert. Drei Sachen also insgesamt. Wir gucken mal, ob ich Glück habe. Die lassen sich ja zum Glück ziemlich easy erledigen. Von daher, damit haben wir keine Probleme. Ach ja, im Übrigen, da ich jetzt mittlerweile auch über genügend Kondition verfüge, kann ich endlich Havels Ring abrüsten und stattdessen noch den silbernen Schlangenring als kleinen Bonus ausrüsten. Und ich behalte dennoch meine. Oh, Fast Roll. Okay, doch nicht. Dadurch, dass ich jetzt die Mimik. Das Mimik-Kopfteil habe, ist meine Rolle doch etwas langsamer geworden. Aber egal. Jedenfalls, das machen wir jetzt die ganze Zeit. Wir laufen hier durch die Gegend. Ah, hier ist keiner, okay. Wir laufen jetzt hier in die ganzen Räume, töten die ganzen Silberritter. Nach Möglichkeit, ohne Hilfe zu sterben. Ja, dadurch, dass dieser Kerl sein Speer zusammen mit seinem Schild benutzen kann, ist er natürlich ein bisschen nervig. So. Jawohl, wir haben jetzt schon den Silberritter Schild bekommen. Mensch. Das ist ja ein Lucky Drop. Machen wir es halt anders. Wir laufen ein bisschen um ihn herum. Dann kriegen wir ihn locker down. Also an sich sind die Silberritter definitiv keine schweren Gegner mehr. Es sei denn, man unterschätzt sie natürlich. Wenn man einen Gegner unterschätzt, ist er so ziemlich immer stark. Also immer auf der Hut sein. Vor allen Dingen, da euch ja durch das Kopfteil ständig Gesundheit abgezogen wird. Aber wie gesagt, ihr seht ja, es ist durchaus verkraftbar. Der hier hat jetzt sogar das gerade Schwert, was er theoretisch droppen könnte, hat er aber nicht gemacht. Nun ja. Hier gab es doch definitiv noch ein paar mehr. Hier gab es noch einen. Mit einem geraden Schwert. Kam hier noch irgendwo einer langgelaufen? Ich dachte, ich hätte einen gehört. Nun ja. Genau, wenn wir hier unten langlaufen, dann kommen wir ja in den einen Raum, wo mehrere Silberritter rumlaufen. Whoop! Hilfe! Darf ich bitte, darf ich. Warum kann ich. Mist! Das wäre jetzt natürlich blöd.
Der Typ hat sich genau so hingestellt, dass ich nicht mehr durch die Tür entkommen konnte und das hat mich nervös gemacht. Ich wollte nicht zu sehr in den Raum reinlaufen. Naja, jedenfalls, das macht ihr im Prinzip jetzt so lange, ihr lauft die ab, bis ihr sämtliche Waffen habt. Ihr habt gesehen, ich habe schon innerhalb kürzester Zeit den Schild gekriegt. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir die Waffen bekommen. Wenn ich viel Glück habe, kriege ich die jetzt gleich auch noch. Ich denke mal, ich werde doch so ein kleines bisschen farmen. Ich werde jetzt hier nicht Ewigkeiten verbringen, versteht sich. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja tatsächlich Glück. Oh, ist nicht wahr, bitte. Ah, schade, ein Schild nur. Tatsächlich, 2, 3 Ritter später ist auch noch der Silberritter Speer gedroppt worden. Leider habe ich die Aufnahme von dem Fund des Speeres versemmelt. Aber ja, da ist er. Herrlich. Mal gucken, ob wir das Schwert jetzt auch noch gleich kriegen. Es wäre ja wirklich ein Traum, wenn diese ganze Farmerei deutlich schneller vorbei wäre als gedacht und ich mir die Sachen am Ende doch nicht droppen lassen muss. Oh. Drachentöterpfeile. Ha, schade. Oh, yes, Silberritterschwert, geil. Und da kam tatsächlich kurze Zeit später das Silberritterschwert dazu. Nice Sache, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Farming-Ort für seltene Waffen. Und zwar ist das eben das letzte Spielgebiet, das wir freigeschaltet haben. Hier benötigen wir folgende Gegenstände. Davon habe ich sogar bereits die meisten bekommen. Wir brauchen, wo haben wir sie? Das Schwarzritter Großschwert, die Schwarzritter Großaxt, die Schwarze Ritter Hellebarde und das fehlt uns, glaube ich, noch als letztes, den Schwarze Ritter Schild. Und das Schöne ist, den Schild trägt, glaube ich, so ziemlich jeder Schwarze Ritter. Da sind wir beim Ofen der ersten Flamme angelangt. Das allerletzte Gebiet vom Spiel. So, und hier, wie gesagt, laufen die schwarzen Ritter statt der Silberritter rum. Und hier kann man sie dann für ihre Waffen oder ihre Schilde farmen. Und soweit ich weiß, sind die Drop-Raten für ihre Waffen deutlich höher als die Drop-Raten für die Silberritter-Sachen. Werden wir gleich sehen. Der hat auf jeden Fall schon einen schönen Schild. Zack. Wie ihr seht, die lassen sich auch richtig schön backstabben. Oh, man sollte sie aber nicht unterschätzen, wie ihr seht. Ich muss ihn zum Angriff zwingen. Oh, genau das wollte ich eben vermeiden. So Mist. Auf ein neues, du Drecksau. Zack. Boah, das sah nicht mal so aus, als ob wir seinen Hintern mit dem Schwert erwischt hätten, sondern eine ganz andere Partie. Oh, ihr seht, die schwarzen Ritter können einen immer noch sehr gefährlich werden, sind ähnlich flink wie die Silberritter, aber die haben nochmal ein bisschen mehr Bums hinter ihren Angriffen. Schwarzritterschild, geil, der erste Gegner, den ich getötet habe, hat direkt den Schild gedroppt. Das einzige, was ich noch benötigt habe. Ja, geil, jedenfalls das Großschwert, die Großaxt und die Hellebarde kriegt ihr hier theoretisch auch. Damit bin ich hier auch schon fertig. Wie geil ist das denn? Aber dafür kommen wir jetzt zur schwersten zu erfarmenden Waffe. Oh, ich weiß noch, auf der PS3 habe ich dafür Ewigkeiten gebraucht. Und zwar müssen wir dafür ins Archiv des Herzogs und diese verdammten Zauberer erledigen. Diese Typen, die mit ihrem Dreizack die ganze Zeit umhertanzen und die umliegenden Gegner buffen. Ihr erinnert euch vielleicht? Die richtigen Drecksäcke. Die Typen mache ich jetzt nur fertig, damit sie mir nicht folgen. Okay, die Treppe steht schon mal günstig für gleich. Au. Ja, die könnten mich zu sehr nerven. Deswegen erledige ich sie lieber jetzt. Ach du Sack. So. Geht doch. Okay, soweit ich weiß, 2 von diesen Kanalisierern oder Zauberern können wir hier erledigen. Da müssen wir aber schnell sein, bevor sie sich wegteleportieren, so wie jetzt. Genau das sollte nicht passieren. Das darf nicht wahr sein.
Ja, klar, teleportier dich auf die andere Seite, du Arschloch. Ah, wie die mir auf den Sack gehen, jetzt schon. Ach, und der andere ist da hinten, oder was? Ich habe gerade von da hinten was fliegen sehen. Ja, das ist auf jeden Fall der nervigste Gegner zum Farmen, wie ihr seht. Und die Droprate von ihrem Dreizack ist extrem scheiße. Sei an dieser Stelle gesagt. Dagegen sind die Schwarz- und Silberritterwaffen ein Dreck gegen. Das ist eine Droprate, die ist wirklich in den Keller gesunken. Keine Ahnung, warum sie ausgerechnet bei diesem Gegner so niedrig sein soll, wo es doch nur so wenige davon zu töten gibt in den Archiven. Ist hier noch einer? Ich glaube nicht. Und falls ja, dann lohnt es sich zeitmäßig eigentlich gar nicht, den auch noch mitzunehmen. Deswegen an dieser Stelle schon Rückkehr benutzen. Zum Leuchtfeuer zurückkehren und anschließend das gleiche wiederholen. Oh mein Gott, Leute, er leuchtet. Wie geil ist das denn? Der Kanalisierer-Dreizack, da ist er! Oh mein Gott! Ich fasse es einfach nicht, wie viel Glück ich jetzt mit den droppbaren Waffen hatte. Das gibt es ja nicht! Ohne Scheiß! Für diesen verdammten Dreizack habe ich damals gefühlt Stunden gebraucht. Safe! Ey, und jetzt die Silber- und die Schwarzritterwaffen sind ein Scheiß gegen diesen Dreizack. Und da ist er! Das hat vielleicht mal 15 Minuten gedauert. Das ist unfassbares Glück. Spätestens nach einer halben Stunde hätte ich aufgehört, glaube ich. Aber scheiße. Das gibt's ja nicht, Leute. Ha! Ja. Wie gesagt, man kann Glück haben mit den Dingern. Man kann aber auch unglaubliches Pech haben und dann farmt man hier stundenlang und kriegt nichts. Es kann so laufen und so laufen. Alter, ist das geil. Oh. Ich freue mich gerade so. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ah, oh, super gut. Super, super gut. So, Leute, wir haben allerdings noch zwei Sachen zu erledigen, beziehungsweise zu erfarmen. Nämlich hier im Finsterwurzgarten von den Steinrittern, die kurz vor dem Mondlichtschmetterling drankommen. Hier in dem Garten gibt es insgesamt fünf, wenn ich mich recht erinnere. Moment. Nicht, dass die mir jetzt noch gleich in die Suppe spucken. Kein Bock drauf. Lila Moosklumpen nehme ich mit. Blutroter Moosklumpen, so. Ja, leider sind sie bei ihrer Aufstehanimation unverwundbar, aber dafür, wie ihr seht, sind sie ziemlich schnell down. So. In der Nähe dort hinten war auf jeden Fall noch. Hier genau. So. Die sind easy weg. Lassen sich also ziemlich leicht erfarmen. Huch, war hier nicht auch noch ein Steinriese oder Ritter? Ah, da ist er. Okay. Sehr schön. Also auf jeden Fall schon mal einfacher zu farmende Gegner, da es mehr von ihnen gibt. Und sie auch deutlich schneller down sind. Sie teleportieren sich auch nicht weg. Au, au, au. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Knabbert mich die ganze Zeit an. Unglaublich. So. Lila Moosklumpen mit Blume. Die Steinritter scheinen aber nichts gedroppt zu haben. Nö. Schade eigentlich. Ja, aber von den Steinrittern bekommt man zum einen den Steinschild und das Steingroßschwert, wenn ich mich recht erinnere. Na dann, Waldmanns Heil.
Wow, Leute, und selbst das Erfarmen der Steinrüstungsteile bzw. der Steinwaffen war unglaublich schnell. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Waffenfarming tatsächlich so wenig Zeit kosten würde. Ich habe einfach probeweise mir gedacht, komm, theoretisch kann ich sie mir auch droppen lassen von jemandem. Ich werde vielleicht mal testweise 10, 15 Minuten pro Farmingstelle investieren und mal gucken, ob ich Glück habe. Und tatsächlich habe ich bei allen Farmingstellen in dieser Zeit das Glück gehabt, alles zu kriegen. Das ist unglaublich. Wow. Aber ja, wie gesagt, das kann so laufen, es kann aber auch so laufen. Es kann sein, dass ihr unfassbares Pech habt und ihr dann auch nach einer Stunde nichts kriegt. Es ist ärgerlich, ich weiß. Ich habe das auf der PlayStation 3 auch durchgemacht. Da habe ich definitiv länger gebraucht als hier. Von daher, Leute, ja, haltet durch. Ich hoffe, ihr kriegt die Waffen auch bald, falls sie euch noch fehlen sollten. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr jemanden kennt, der das Spiel platiniert hat, wird er sie euch sicherlich droppen lassen. Das sollte kein Problem sein. So, Leute, an dieser Stelle werde ich jetzt einen Cut setzen, da die nächsten und gleichzeitig letzten Aktionen für das New Game, also den ersten Spieldurchgang, leider den 1-Stunden-Marker gesprengt hätten. Dementsprechend werde ich jetzt hier leider unterbrechen müssen. An dieser Stelle noch eine kleine Randnotiz. Ich habe tatsächlich eine Waffe bei den Schwarzrittern übersehen, in Anführungszeichen, was unter anderem daran liegt, dass der deutsche Name dieser Waffe nicht gerade vermuten lässt, dass diese Waffe von den Schwarzrittern tatsächlich gedroppt wird. Normalerweise bei den Schwarz- und Silberrittern ist eben, ja, entweder Schwarz- oder Silberritter im Namen enthalten. Aber tatsächlich lassen die schwarzen Ritter, die eben im letzten Gebiet des Spieles sind, auch das Schwert des Drachentöters fallen. Was im Englischen, glaube ich, Black Knight Great Sword oder Black Knight Sword heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im Englischen gibt es eben sowohl das Black Knight Sword als auch das Black Knight Great Sword. Dementsprechend, ja, keine Ahnung, warum sie sich in der deutschen Version gedacht haben, wir nehmen Schwarzritter mal komplett raus und nennen es Schwert des Drachentöters. Sei es wie es sei. An dieser Stelle nochmal von mir die Info, damit ihr diese Waffe auch noch erfarmt. Ich bekomme sie auch auf jeden Fall noch im nächsten Part. So viel kann ich schon mal verraten. Wenn auch eher beiläufig. Aber puh, zum Glück habe ich sie dann noch bekommen. Sonst hätte ich im New Game Plus noch einmal bis zu diesem letzten Gebiet spielen müssen. Alles klar, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.